Wir eröffnen heute eine Ausstellung zu Ehren, ich möchte sagen, der ersten internationalen Botschafterin der Meere, Elisabeth Mann-Borgese. Elisabeth Mann-Borgese ist mit dem Thema ihres Lebens zu ihrem 10. Todestag an den Ort der Familie gekommen. Hier im Buddenbrookhaus würdigen wir als Stadt die sehr unterschiedlichen, aber stets wirkungsvollen Beiträge aller Manns zur politischen und literarischen Geschichte Deutschlands und der Welt. Die Arbeit Elisabeth Mann-Borgeses und ihr Vermächtnis sollen vor dem Hintergrund der Biografie dargestellt werden. Wir wollen sie nicht als Zeugin für die Familie, sondern wir wollen sie selbst in den Mittelpunkt stellen. Das Meer, das vor allem als eine große Metapher in Thomas Manns Werk eine so wichtige Rolle spielt, wird für seine jüngste, 1918 geborene Tochter Elisabeth zum ganz konkreten Lebensinhalt, ohne dass es bei ihr je seine metaphysische Dimension ganz verliert. Das ist das Schöne, wenn Elisabeth Mann-Borgese über das Meer spricht, dann ist das bei aller Wissenschaftlichkeit und bei aller politischen Bedeutung, die das für sie hatte, immer auch noch ein bisschen poetisch. Ein poetischer Zugang zu einem Thema, das ihr wichtig war als politisch denkender Mensch. In 7 Stationen können Sie das Leben Elisabeth Mann-Borgeses entdecken. Die Blautöne der Ausstellungsbauten sind durch die facettenreichen Farben des Meeres inspiriert. Die vom Hellen ins Dunkle übergehende Farbgebung steht für eine mit dem Lebenslauf zunehmende Verdichtung und Konzentration und gibt Ihnen als Besuchern Orientierung. Zu Ihrem Gedenken und zu Ihren Ehren sind zahlreiche Mitglieder der Familie heute bei uns. Ich hoffe, Sie fühlen sich willkommen in der Stadt, die Ihre Familie in vielen Aspekten mitgestaltet hat und deren Bild in der Welt Thomas Mann geprägt hat. It's a great honor for us that both of you came from far away together with your families. On the occasion of the opening of this special exhibition entitled Elisabeth Mann-Borgese and the Drama of the Seas. We would really like you to sign on the Golden Book, Golden Book of the Hanseatic City. It is a well-chosen time because our memory of her is still very close. The interest in her life on the part of the public is very high, and yet the acute trauma of her sudden death is blunted. Here we now have the chance, her family and her friends, to revisit her life, and all those who are interested in her life but didn't meet her will have the chance to discover her life visiting this exhibit. Natürlich geht es um die Frage, was heißt es eigentlich, wenn wir bei Elisabeth Mann-Borgese vom Schutz der Meere sprechen. Hier wollen wir selbst sachlich prüfen, was der Familie Mann-Forschung nicht immer ganz klar war und nicht ganz klar sein konnte. So wird natürlich der Seerechtsprozess in der Ausstellung erklärt. Sie finden Ressourcen aus der Tiefsee. Es wird auch erklärt, was der Gegenstand ihrer Seminare in Halifax war. Aber es geht auch darum, ihre Haltung zu verstehen. Also um die Frage, woher kam dieses unermüdliche Engagement? Was trieb sie an? Und hier sind die biografischen Zusammenhänge wichtig. Der Titel jetzt unserer Ausstellung, Elisabeth Mann-Borgese und das Drama der Meere, soll den Ansatz aufzeigen, sie ist biografisch und sie ist thematisch zugleich. Und am besten charakterisiert man sie vielleicht als eine Aktivistin und Lobbyistin und als eine Wissenschaftlerin und als eine Lehrerin, die aber all dies als eins begriff und als ganz selbstverständlich als eines begriff.